Spider-Man, Spider-Man. Ich laufe hier auf den Dächern rum. Ist das krass? Richtig krass. What the fuck is going on? Und ich falle einfach runter. Hallo meine Friendos und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles X. Beim letzten Mal sind wir auf weitere intelligente Lebensformen gestoßen. Einmal den Prone, die scheinbar erst seit kurzem auf Mira unterwegs sind. Deswegen vermuten wir auch, dass es einer von den beiden Streitmächten ist, die uns da angegriffen haben. Und einmal die Noporn, also zumindest einen davon, Tatsu, der uns jetzt auch begleitet. Und wir können jetzt scheinbar ganz viel neues Stuff machen und ich habe jetzt gerade das Spiel gestartet und bin jetzt in so einem komischen Screen gelandet. Was auch immer ich hier machen kann, Lebensspeicher-Suchtrupp. Für alle, die ein Einzelspielerlebnis bevorzugen. Okay. Dieser Trupp wollte beitreten. Achso. Eroberungstrupp. Für alle, die sich auf den Online-Modus konzentrieren. Online-Modus? Okay. Spiel mit Freunden und Favoriten. Ah ja. Nee, einfach. Lebensspeicher. Würde ich sagen. Trupp beigetreten. Okay. Deine Beitrittsanfrage wurde angenommen. Ganz NLA verlässt sich auf dich. Alles klar, keine Ahnung wofür, aber okay. Oh. Hä? Was ist das für eine Anzeige da? Rechts unten? Die habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das? Truppenmission. Schon zwei Haken drin. Warum auch immer. Und da läuft Zeit? Warum läuft da Zeit? Was? Hä? Was ist... Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Was ist alles? Kann ich mir das näher angucken? Truppenmission? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Warum ist diese komische... Was ist das? Und wieso läuft die Zeit fast... Oh, hä? Ich habe keine Ahnung. So, hi Lin. Müssen die jetzt... Scheinbar erstmal in unser Team holen, oder? Hi, Shanna. Ich komme bei der Arbeit am Flugmodul für den Scale momentan auf keinen grünen Zweig. Und so langsam tut mein Hirn weh. Ich muss raus in die Natur. Oder ein paar Monster den Kopf abschneiden. Nimmst du mich mit? Ja, natürlich. Gut. Mach schon mal rein. So, dann noch... Ja, Moment. Bestätigen. Dann noch Elmar gerade holen. Muss ich auch runter? Ne, du kommst automatisch mit, scheinbar. Okay. Ja gut, der geht scheinbar mal mit Lin mit. Die soll ja auf den aufpassen irgendwie. Elmar, hi. Komm mal mit. Need help with anything? Ach komm, das müssen wir uns jetzt nicht unbedingt alles durchlesen. Ich denke mal, die haben eh nichts Wichtiges zusammen. Komm einfach mit. Komm doch einfach mit. In mein Team, das ist schön. Nee. Bestätigen. So, okay. Was ist das hier? Kann man hier machen? Untersuchen. Kapitel 4. Benötigte Level 1. Okay. Erforsche Primordia zu 15% und beende die Mission Kleines Blade einmal 1 und Sondenkunde. Okay, wo finde ich die? Das sind vielleicht solche Blade-Missionen, ja. Gut, kann ich das hier jederzeit nachgucken, was ich für Anforderungen da habe? Nee, scheinbar nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mir die Missionsnamen merken kann. Was haben wir hier? Was brauchen wir hier? Okay, benötigt Level 12. Ah ja, und die Harmoniestufe da unten müssen wir erstmal erreichen. Dann geht das erst. Naja, genau. Ist wie im alten Teil. War nicht noch eins? Ja, genau. Können wir das schon machen? Hallo? Lauf da nicht rein, sondern... Hallo? Ja. Nee, können wir auch nicht. Okay. So, 15% brauchen wir. Ich guck gerade mal, wie viel wir da haben. 5,9. Okay, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen, uns aufmachen. Irgendwas machen.
können ja nebenbei wieder Mission machen. So, wo geht's? Hallo? Sind das irgendwelche Online-Typis? Kommt mir fast so vor, ist Englisch, Deutsch dabei. Hä? Okay, ich glaube, das hat irgendwas mit dem Online-Modus zu tun. Ich kann ja gerade mal gucken, was ich hier machen kann. Mission, Sondermission. Ja, Netzwerkterminal. Ja, ich schätze schon. Es sieht ganz so aus. Okay. Nee. Brauchen wir nicht. So, wo ging es denn hier nochmal raus? Hier nicht. Das war doch hier drüben, genau. Gucken wir auch erstmal, was wir da so haben. Was wir jetzt machen können. Wir können ja scheinbar jetzt Blade-Mission machen. Die sind, glaube ich, ein bisschen wichtiger, vielleicht. Mal gucken, was wir da so machen können. Ich glaube, da. Ich schätze einfach mal, das sind auch diese Missionen, die wir machen müssen, um die Hauptmission voranzubringen. Es sind noch mehr Online-Typis. Die sind einfach überall. Warum? Okay. Na, guck mal, aber das unten rechts ist auch eine Truppenmission. Ich schätze mal, das hat auch damit zu tun. Scheinbar laufen gerade irgendwie online irgendwelche Aufgaben. Da können wir uns anschließen oder sowas. So würde ich einfach mal vermuten. Okay, dann hat das vielleicht gar keine so bedeutende Relevanz für uns. Gut. Will ich den dritten Avatar verwalten? Den Avatar registrieren. Schüsseln wechseln. Registrieren. Mission abgeschlossen. Okay. Ich weiß noch nicht warum, aber wir haben es jetzt einfach mal gemacht. Blade ein anheuern. Wir können einfach nur. Okay. Level alle. Klasse alle. Ja. So starten. Shark. Oder Schulk. Alles klar. Alles klar bei dem. Das sind auch Online-TPs. Warum soll ich die anderen? Ich will die gar nicht anneuern. Ich kann die einfach nur. Okay. Oh. Ist noch so ein Ding? Ich muss erst mal gucken, was wir so alles machen können. Okay, brauchen wir gar nichts. Wenn du diese Harmonie-Mission startest, kannst du bis zum Ende der Mission die Pflichtmitglieder nicht aus deinem Team entfernen und keine Handlungsmission annehmen. Also können wir das jetzt machen? Sind wir da schon Level 12? Scheinbar schon, Harmonie-Mission. Ich weiß noch nicht genau, Moment. Oh. Eleonora, was hast du denn für uns? Ah, Shanna, du scheinst drauf und dran zu sein, dir als Blade einen Namen zu machen. Es kursieren schon die wildesten Gerüchte über dich. Manche berichten von atemberaubenden Feuergefechten mit feindlichen Xenos. Andere von fremdartigen Delikatessen auf zwei Beinen. Oh, es war aber gar nicht meine Absicht, dich mit Smalltalk zu langweilen. Kommandant Vandam hat mich gebeten, dich über einige Dinge in Kenntnis zu setzen, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Bist du vertraut mit dem Blade-Level? Mit dem Blade-Level? Nee, bin ich tatsächlich nicht. Stimmt, wir haben ja jetzt auch ein Blade-Level, was auch immer das bedeutet. Nee. Ah, das freut mich. Dann habe ich meinen kleinen Vortrag wenigstens nicht umsonst vorbereitet. Mit Blade Level verhält es sich folgendermaßen. Neuzugänge wie du starten für gewöhnlich auf Blade Level 1. Logisch. Doch mit jeder Mission, die sie zum Abschluss bringen, sammeln sie Erfahrung als Blade. Und so steigt auch langsam ihr Blade Level. Der Blade Level ist sozusagen ein Barometer für deine Leistungen bei Blade. Die Skala endet bei Level 10. Diesen höchsten Level erreichen jedoch nur meisterhafte Kämpfer oder geniale Strategen. Als nächstes würde ich gerne auf Divisionspunkte zu sprechen kommen. Ist dir das ein Begriff? Divisionspunkte? Nee. Nicht? Okay. Aber über Division weißt du Bescheid, oder? Ja, das weiß ich. Die 8 Divisionen von Blade übernehmen wichtige Aufgaben hier auf Mira. Jede von ihnen eine andere. Sie erweitern das Frontiernav, machen gefährliche Kreaturen unschädlich, bergen Trümmer des Weißen Wals und noch viel mehr. Für jede Aufgabe, die ein Blade für seine Division durchführt, wird er bewertet und mit Punkten belohnt. Dies sind die Divisionspunkte, die ich eben ansprach. Das Wichtigste an diesen Punkten ist, dass sie dein Blade-Level ansteigen lassen.
Und Punkte bekommst du praktisch für jeden Handgriff, den du als Blade erledigst. Prophezei, dass du schneller Level 10 erreicht haben wirst, als Eleonora gucken kann. Ja. Ein höherer Blade-Level bringt dir Ruhm und Anerkennung. Und obendrein wirst du mit fantastischen Boni belohnt. Welche Boni genau das sind, erzähle ich dir, wenn du soweit bist. Ich möchte ja nicht die Überraschung verderben. Versuche erstmal, Blade Level 2 zu erreichen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Dann bekommst du deinen wohlverdienten Bonus. Okay. Okay. Annehmen. Achso. Oh, eine Sekunde. Tatsache. Um ehrlich zu sein, hatte ich mich bereits gewundert, weil du so zuversichtlich wirktest. Würdest du mir trotzdem noch einmal zuhören? Der Vollständigkeit halber. Grundsätzlich gilt, komm immer zu mir, wenn dein Blade-Level angestiegen ist. Denn sobald ich deinen Blade-Level verifiziert habe, bin ich autorisiert, dich mit einem großzügigen Bonus zu belohnen. Heute ist der Bonus für das Erreichen des zweiten Blade-Levels fällig. Herzlichen Glückwunsch! Blade-Level 2. Neuer Holoprojektor. Ein neuer Holoprojektor steht jetzt im Blade-Quartier zur Verfügung. Den Projektor kannst du in deiner Hologalerie aufstellen. Ah, Moment, Holoprojektor, da haben wir doch irgendwas für bekommen. Okay, können wir uns mal bei Gelegenheit ansehen? Hast du dir deinen Bonus einmal angesehen? Solche Einrichtungsgegenstände für die persönliche Gestaltung deines Quartiers wirst du in Zukunft öfter von uns bekommen. Das Quartier ist schließlich dein neues Zuhause auf Mira. Da ist es wichtig, dass du dich dort wohlfühlst. Richte es also ganz nach deinem Geschmack ein. Hey, du wirst ein wenig skeptisch. Du hattest nicht erwartet, vom Kommandanten Raumdeko als Bonus zu bekommen, oder? Nun, die Skepsis ist berechtigt. In Wirklichkeit steckt eine Petition dahinter. 100 Blade-Kolleginnen haben Unterschriften gesammelt und diesen Bonus beim Kommandanten durchgesetzt. Aber ich schweife ab, zurück zum Thema. Es gibt einen weiteren Bonus. Und vermutlich wird dich dieser mehr interessieren als die Einrichtung deines Quartiers. Er betrifft nämlich dein Spezialwissen. Jeder Blade kann sich im mechanischen, biologischen und archäologischem Spezialwissen fortbilden. Das ist schon, ja, das ist wirklich interessanter. Doch nun bist du an dem Punkt angelangt, an dem du dich weiterbilden kannst. Denn jedes Mal, wenn du einen höheren Blade-Level erreichst, kannst du bei mir eines deiner Spezialwissensgebiete erweitern lassen. Vielleicht wirst du dich zunächst ärgern, dass du nur ein Gebiet gleichzeitig aufstufen kannst. Aber glaube mir, auch dies geschieht nur zu deinem Besten. Zu viel Wissen verwirrt eher, als dass es nützt. Hierzu kommt noch, dass großes Wissen große Verantwortung mit sich bringt. Nicht auszudenken, was alles passieren könnte, wenn jemand die Absicht hätte, uns mit diesem Wissen zu schaden und sich in die Blade-Zentrale zu hacken. Als Absicherung erhalten deshalb nur Personen mit hohem Blade-Level, die ihre Zuverlässigkeit bewiesen haben, Zugang zu den höchsten Wissensstufen. So, genug der Predigt. Zeit für den erfreulichen Teil unseres Treffens. Welches Spezialwissen möchtest du heute gerne erweitern? Ah, ich kann's trotzdem jetzt schon machen, okay. Also schon mal eins. Ich dachte erst ab dem nächsten Level, okay. Ich würde sagen, bisher haben wir am meisten Mechanik gesehen. Deswegen mache ich das einfach. Gut, dann erweitere ich hiermit dein mechanisches Spezialwissen. Das Handbuch gibt's gratis dazu, obwohl du es sicher gar nicht brauchen wirst. Damit wären wir durch. Nun hast du alle Boni erhalten, die dir für deinen Levelaufstieg zustehen. Ab heute bist du eine waschechte Blade. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Sammeln von Divisionspunkten. Und wir sehen uns wieder, wenn du Blade Level 3 erreicht hast, würde ich sagen. Du weißt ja, wo du mich findest. Alles Gute. Okay, gut, gut. Alles klar, alles klar. Ja, sehr schön. Na, guck mal, Truppenmission ist zu Ende. Wir sind sogar fast Level 3. Ja, schön. Schön, schön. So, ich gucke jetzt mal wegen den Missionen. Jetzt ruft. Hier sind noch mehr. Hier sind einfach noch mehr. Sind hier irgendwo diese Missionen, die ich abschließen muss? Wie gesagt, ich habe schon vergessen, wie sie heißen. Verdammt.
finde ich die denn? Ach, guck mal, Irina. Können wir die auch mitnehmen? Hey. Hey, Shanna, wie läuft's so? Sag Bescheid, wenn du Unterstützung brauchst. Ich helfe dir gern. Nicht, dass ich dich für jemand Besonderes halte. Ich bin einfach schon länger bei Blade. Deshalb sehe ich das als meine Aufgabe. Das Angebot steht, ja? Ja, klar. Verstanden. Überlass mir ruhig die schwierigen Aufgaben. Also ich schätze mal, die ganzen Charaktere, die wir im letzten Part am Ende angezeigt wurden, die können wir jetzt alle mitnehmen. Und die ist sogar Level 14. Und sie ist Manipulator Plus. Manipulator Plus? Gleich mal gucken. Nee. Bestätigen. Ich vergesse mal das Bestätigen. Moment. Team. Da unten. Manipulator. Ah, hier. Manipulator, aber wieso Plus? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Gut. Ach, guck mal, hier ist wieder so ein Smile-Typ. Ich glaube. Really? Aktualisiert, ja. Ich kann jetzt gerade mal auf die Karte gucken. Irgendwo. Ich weiß nicht genau, was ich beachten muss. Sogar Gebiete mit den Haken? Oder? Nee. Und wie sowas habe ich mal gehört, aber keine Ahnung. Aber ich glaube, die geben mir auch irgendwelche Gerüchte. Genau, da kann ich ja mal reingucken. Das geht schon wieder übelst lange und ich habe noch nichts wirklich gemacht. Wo ist denn das? War denn das Liste, glaube ich? Gerüchte. Los Angeles. Können wir einfach mal reingucken. Mission. Ja, ich glaube, diese Informationen kriegen wir tatsächlich von denen. Damit können wir uns irgendwann mal beschäftigen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist alles so viel, Leute. Das ist alles so viel. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. vor allem, was sind das für Missionen? Leute, bevor wir gar nichts schaffen, ja, würde ich sagen, ich schneide kurz und guck mal, was das überhaupt für Missionen sind, die ich für die Hauptmission brauche. Okay, hier an dem Terminal können wir scheinbar das ganze Gebäude umgestalten. Von Farbe her und sowas. Aber das will ich gar nicht. Warum? Warum? Warum sollte ich das tun? Ich habe keine Ahnung. Will ich gar nicht eigentlich. Nö. Das interessiert mich so gar nicht. Okay. Was ist denn hier mit dem Holo-Ding jetzt? Kann ich irgendwas machen? Untersuchen. Figur platzieren. Ich habe doch eine irgendwo. Ah, wo bist du denn? Komm nur her! Ganz am Ende oder was? Oder, hä? Mit der Waffen, Rüstung, hä? Gegner, Spezial, ich hab keine Ahnung! Zu viel Figur platzieren. Okay. Ich lass es einfach so. Keine Ahnung, wozu es ist. Das ist einfach nur so Deko. Warum? Okay. Ich bin erst gerade mit einem Aufzug hier in den Hangar runtergefahren. Und hier kann ich scheinbar eine Mission abgeben oder so. Ich guck mal. Am Iranium. 1800 Einheiten. Jo, hab ich. Einfach mal abgeschlossen. Kein Problem, Typ. Gar kein Problem. Alles easy. Guck mal hier, noch ein Gerücht. Ich bin hier irgendwo am Arsch der Welt. Und hier ist eine Mission für mich. Na, hi. So, ich habe das Ganze mal ein bisschen beschleunigt und erzähle euch mal in Kurzform, was sie jetzt eigentlich wollte. Also es geht darum, dass sie scheinbar 10.000 Mal bei ihrer Blade-Prüfung verkackt hat und aber unbedingt den Planeten erforschen will. Und deshalb haben wir ihr geraten, sich einfach rauszuschleichen, aber dafür braucht sie halt Waffen. Und die sollen wir ihr jetzt einfach besorgen. Und hier kann ich noch was untersuchen. Ich muss das noch gerade ganz schnell.
Fördersonde, okay. Okay, ich habe ein bisschen nachgesehen. Also, die eine Mission kriegen wir, oder haben wir tatsächlich schon angenommen und ein bisschen gemacht, da hinten bei Kirsty. Da müssen wir noch den zweiten Teil machen. Ich markiere mir mal direkt. Sonnenkunde, genau. Und die andere, dieses Blade 1x1, das haben wir gerade bei Eleonora gemacht. Ja, ich habe nicht drauf geachtet, wie die Mission heißt, aber das war auf jeden Fall die. Gut, das heißt, wir müssen jetzt nur noch ein paar Prozente machen, bla bla bla, und halt diese Mission von Kirsty machen. Aber bevor wir das machen, wollte ich hier noch gerne diese Harmonie-Mission machen, weil da habe ich gehört, die sollen wohl ganz interessant sein. Achso, maximal Teamgröße. Ja, da kann man so ein bisschen was über die Charaktere erfahren und so. Und diese sollen wohl auch synchronisiert sein. Moment, was? Doch, war ich richtig. War gerade verwirrt. So, Irina kurz mal rausnehmen. Ja, und bestätigen. So, so, so. Übrigens ist mir gerade die Aufnahme irgendwie abgekackt. Also nicht wirklich abgekackt, die ist einfach abgebrochen, komischerweise. Ich weiß nicht warum, aber okay. Gut, machen wir das doch einfach. Machen wir das doch einfach. Hello? Yes, could you not? You there, the one about to take that mission? I'm speaking to you. Ja, was? Wer will was von mir? Ignorieren. You know, cool. Non-diplomatic people like you are a real problem. You're why we still have war. Or maybe you're just hearing impaired. I don't know. Whatever. I'm continuing. Hey, warum drehst du dich um? Ich wollte ihn ignorieren. Ah, yes. The mission you were about to take. I analyzed it based on criteria ranging from Pathfinder experience, build, intelligence. Yes, well, in aggregate, the data clearly indicates that the most qualified candidate is me, Hector Birtwistle. I invite you to set pride aside and allow me to handle this, for humanity's sake. Also wenn er schon Sorgen gibt. Stubborn and insulting. No surprise. Look, just take this mission instead. I believe that picking two samples of Zezian Fleawort should be well within your abilities. Is something amiss? You seem dissatisfied. Ah, tragic. You now insist on comparing yourself to me. The solution is clear. We'll both complete the three missions I just accepted. Only one of us can finish first. This will provide the loser, by which I mean you, ample chance to understand the gap separating us. Willst du dich also mit mir anlegen, hä? Das lässt sich einrichten. Okay, drei Missionen. Aha, aha. Miranium. Das können wir wahrscheinlich direkt abliefern. Was? Ach so. Okay, Installation. Das sind nochmal die drei einzeln. Nee, muss ich jetzt nicht markieren. Obwohl, Miranium kann ich gerade mal markieren. Das kann ich direkt als erstes machen eigentlich. Du wirst warten. Haha, dass ich nicht lache, ich werde zuerst. Was? Installation abgeschossen, geil! Okay, haben wir schon geschafft. Ja, cool. Cool, cool. Gut, 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 gut. Gut, wo haben wir denn die. Ach, da hinten, okay. Wollte ich gerade auf die Karte gucken. Aber ist gar nicht nötig, ist direkt hier. Na Typ, du willst Miranium? Doch, kannst du haben. Kannst du haben. 900, gar kein Problem. Nimm alles. Nimm all mein Geld. Ich meine mal Miranium. Mein Geld nicht unbedingt. Das brauche ich noch. Eventuell. So, übrigens können wir Miranium ja auch verwenden, um in Firmen zu investieren, also in Rüstungsfirmen. Dann können wir wieder geilen Stuff und so. Das hatte ich schon ganz vergessen. Wurde irgendwann mal der Tipp gegeben, aber ich hatte nicht mehr daran gedacht und so. Aber okay, aber okay. Übrigens war meine Vermutung auch richtig, dass
Ja, dass wenn wir so Sachen von einer bestimmten Firma tragen und damit Gegner besiegen, dadurch leveln wir halt ja diese Firmenpunkte da auf, was auch immer, und kriegen neuen Stuff. Gut, so. Und dann will ich doch mal gucken. Die letzte Mission. Forschung. Er hat kein Ziel angezeigt. Sorry, der hat gerade das Telefon geklingelt. Gut, 3000 Credits auf einen Schlag. Wie kann ich das denn machen? Da habe ich leider keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das finden wir im nächsten Part raus. Dann gehen wir einfach mal raus. Und ja, machen dann noch diese Sondenmission. Und vielleicht schaffen wir es dann irgendwie, diese 3000 Credits zu bekommen. Ich weiß nicht genau wie, aber werden wir sehen. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.